Spaß. Hier sind Spam. Was nicht passt.
weg, als er schrie, Juden ins KZ. Aber jemand was dagegen sagte, gab es mal ein Fest. Er war ein stadtbekannter Schläger. Und heute ist der Verein. Ein stadtbekannter Schläger. Und heute ist der Verein. Stadtbekannter Schläger. Polizist an Sache ist der Verein. Stadtbekannter Schläger. Polizist an Sache ist er sein Name. Ja, okay. Ihr seid noch nicht so richtig warm, kann das sein? Ja, kannst du machen. Ja, ich nicht. Sonst, das ist noch vor 22 Uhr. Kommt doch mal ein bisschen näher, Leute. Ich sehe euch nicht. Ich habe keine Brille auf. Ich habe schlechte Augen. Ich werde alt. Ja? Oh, das, ja, das ist schon mal schön. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit einem englischen Song. Vielleicht bringt euch das ein bisschen näher. Wenn ihr sagt, deutscher Punk ist noch nicht so eures. Machen wir mal Englisch weiter. Police on my back. Leute, die uns nicht kennen, das ist Dittmar. Mann, Applaus für Dittmar. Okay, Dittmar, fang an. Immer nachts. Du siehst verdammt gut aus, das ist dir klar. Da wenn du alleine bist,
schon wieder diese Schlacht. Alleine komm doch bloß nicht, alleine geh. Dass du ihnen nichts bedeutest, solltest du doch längst verstehen. Ja, danach kommen wieder die Zweifel. Wir scheinen irgendwie zu laut und zu wild zu sein. Oder ich spucke zu viel, weil da ist voll viel Platz. Wir machen was Ruhigeres. Ich spucke? Naja, gut, okay. Ein bisschen was zum Schunkeln jetzt. Yeah.
Trümmershow endlich aus. Solange er seine Gier befriedigt, bleiben sie bei ihm. Denn er ist und er bleibt Egoist. Denn er ist und er bleibt Egoist. Ja, er ist und er bleibt. So, ist euch auch so warm? Schwitzt ihr auch so? Dann müsst ihr mehr tanzen. Der nächste Song heißt Ihr könnt mich. Cannon!
kann dazu sagen, den Song ist meinem letzten Arbeitgeber gewidmet, weil der war scheiße und ich habe da nicht gern gearbeitet. Dieser ständige Zwang, wer kennt das auf Arbeit? Ihr müsst ständig was erbringen, was ihr nicht wollt, und dann müsst ihr es machen wie ich und sagen, ey komm, scheiß drauf, hier, ich gehe hier weg. Ja, also ich habe so gesagt, fick dich so sehr, dass er mich dann gekündigt hat. Ja, meine eigene Entscheidung. Okay. Wie viel Zeit haben wir? Haben wir noch genug Zeit? Sagt die Technik, haben wir noch genug Zeit? Oh, 8 Songs. So viel haben wir gar nicht mehr. Okay, der nächste Song ist, am besten macht euch in den Hüften ein bisschen locker. Das ist bei dem Song ziemlich wichtig. Ein bisschen lockere Hände. Der Song heißt On a Knee. So, und wer hat jetzt Bock, sich selbst anzufassen? Sollen wir kurz Pause machen? Fabi hat Lust, sich selbst anzufassen. Oh ja, lass ihn drin. Ist noch nicht 22 Uhr. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Das nächste Lied ist hervorragend zum Nackttanzen geeignet, war das aber eben auch eigentlich schon. Nein, also wichtig ist ganz klar, wir singen über Onanieren, aber wir finden Hygiene ist genauso wichtig. Und wenn man so onaniert hat, dann sollte man sich auch eigentlich die Hände mal waschen. Und wir haben halt so einen Kumpel, der wäscht sich ziemlich oft die Hände. Der kann da auch eigentlich gar nichts. So ist so eine richtig krasse linke Socke, sitzt in der Roten Flora in Hamburg und macht den krassesten Scheiß. Aber immer, wenn es eigentlich am Ende um die Wurst geht, steht der Scheißtyp am Waschbecken und wäscht sich die Hände. Eigentlich eine coole Socke, der Song ist ihm gewidmet. Hände waschen. Dittmar, hau rein. Marschieren die Frauen in Massen, sie demonstrieren, sie wollen Krieg.
sich wohl ein technischer Infekt eingeschlossen. Da hat sich ein technologischer Infekt eingeschlossen. Aber das Solo-See-Scheiße ist da drum rumgekommen. Wie lange noch? 5. Ach du Scheiße, dann, Martin, schwimmen wir was Cooles auf dem Bass? Warum? Was ist denn bei dir los hier? Ich will dir mal was verteilen. Ach, mach mal so eine Game-Show-Sache. Mach mal so eine Game-Show-Sache. So eine Game-Show-Sache? Ja. Keine Ahnung. Naja, dann. Prima. Sehr schön, so. Was braucht man so zum Händewaschen? Was ist das Erste, was man zum Händewaschen braucht? Nee, Hände. Aber okay, dann nimmt man Wasser. Was nimmt man noch? Seife. Okay, Seife. Seife ist geil. Wir haben uns überlegt, so, Bands haben Band-Merch. Ich glaube, da haben die anderen Bands haben auch noch Merch und CDs und so. Aber wer noch mal, scheiß noch eins, hat Seife als Band-Merch. Ja. Wer will eine Seife? Gibt's sogar für lau. Wer kommt? Eine Seife ist noch da. Na, dann muss derjenige hier vorne mal herkommen und muss jetzt aber auch mal ein bisschen tanzen, sondern im letzten Song. Und muss man einfach alle nach vorne schieben. Jetzt will sie keiner mehr. Oh. Okay, hier, streitet euch drum. Sehr schön. Yeah, Seife! Wir hatten jetzt 2 Stück. Dann ist ja gut. Ja, du musst tanzen. Ja, hier vorne, komm, abtanzen. Gerne auch deinen Namen, wenn du kannst. Wir haben heute Abend ja gemerkt, Deutsch ist nicht so ganz eure Sprache. Unsere aber auch nicht. Packen wir noch einen englischen Song zum Schluss dran. Das ist, glaube ich, der Song, den wir am längsten so insgesamt schon spielen. Geschrieben hat eine verdammt geile Band, wir. Der Song heißt When the Bombs Fall. Ich wusste doch, dass er mich geil findet und die anderen sind okay.
Achso, ich wurde noch gebeten, von ihm zu sagen, PS, alle Mettler haben kleine Schwänze.